Der neue 1,5 Tonnen schwere Verkehrsrechner wurde Anfang des Jahres im Keller des Rathauses installiert und soll nun für ein innovatives Verkehrsmanagement auf Innsbruckstraßen sorgen. Der alte war einfach so störanfällig und hat nicht mehr das geboten, was man heute unter einem intelligenten Verkehrsmanagement versteht. Und das sollte eben dieser neue, und das wird auch der neue, regeln. Das heißt, es wird so sein, dass der Verkehrsrechner dann, nachdem er jetzt eine Phase hat des Lernens, den Verkehrsfluss bestmöglich in Innsbruck, mal vorrangig am Südring, regelt. Da fließen momentan 42.000 Pkw-Einheiten am Südring, und dass der geregelt werden muss, das wird jeder Innsbrucker und jeder, der den Südring bereits befahren ist, bestätigen. Und wir sind froh, dass wir eben das jetzt mit diesem Verkehrsrechner bestmöglich erledigen können. Der Dirigent für die Ampeln in Innsbruck wird mit intelligenten Sensoren Staus erkennen und diese in Zukunft durch eine gezielte Ampelschaltung minimieren. Es schaut so aus, dass wir jetzt über den Sommer, man hat es ja auch gespürt dort am Südring, da hat es sehr viel Staus gegeben. Warum? Weil wir dort Baustellen gehabt haben. Wir haben dort diese sogenannten Induktionsschleifen verlegt. Induktionsschleifen, das sind so Kabeln, die man in den Asphalt verlegt. Und diese Kabeln geben ein Signal nachher eben an diesen Verkehrsrechner, der dann diese Daten, die er dann bekommt, mit denen er gefüttert wird sozusagen, aufbaut in ein Lernprogramm, und dann wird es noch gespickt mit dem menschlichen Gehirn beziehungsweise auch mit dem Hausverstand, und das sollte dann im Februar zu einem Misch von einem vernünftigen und eben gut fließenden Verkehr am Südring jetzt einmal in erster Linie kommen. Im Endausbau werden alle 120 Verkehrslichtsignalanlagen in Innsbruck erneuert und an den neuen Verkehrsrechner angeschlossen sein. Er sorgt dann für eine verkehrsabhängige Steuerung, die eine grüne Welle ermöglicht, für eine Minimierung der Wartezeit für alle Verkehrsteilnehmer und für eine Reduktion der durch den Verkehr hervorgerufenen Emissionen. Es werden alle Menschen Vorteile haben, einmal die Umwelt in erster Linie, weil Staus natürlich eine große Umweltbelastung darstellt. Aber auch die Blaulichtorganisationen, dass man jetzt den Südring nachher vier Blaulichtorganisationen für die Rettung zum Beispiel freischalten kann und dass die Rettung dann nachher noch früher am Einsatzort ist, das ist schon ein entscheidender Vorteil, und alleine deshalb rentiert sich der Verkehrsrechner. Weitere Informationen zum Thema Verkehrsrechner finden Sie auch im Internet unter www.innsbruck.at.